Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Minecraft zu einem kleinen Zwischenupdate der Redstone World. Update im Sinne, dass ich euch im Video zeige, was es Neues gibt, allerdings euch noch nicht den Download verfügbar stelle. Ihr könnt euch aktuell die neueste Version mit dem Haupthaus downloaden. Allerdings habt ihr vielleicht schon im Let's Play gemerkt, dass ich ein wenig weitergebaut habe. Und zwar habe ich im Let's Play mit euch angefangen, den Keller zu erschließen. Und habe jetzt im Privaten den Keller ein wenig weitergebaut und habe aber noch eine ganz besondere Sache, weshalb ich auch heute dieses Video mache, denn ich habe eine Waffe in dieser Welt eingebaut und diese Waffe ist spektakulär und ich möchte sie euch gleich demonstrieren, aber erst einmal den Keller. Wir sehen, wir können hier runterfahren in den Keller, so sieht der Keller nun dann auch mal eingerichtet aus. Na gut, eingerichtet ist nicht ganz richtig, da die Räume, wie wir sehen, die hier erschlossen worden sind, nicht eingerichtet sind, sondern noch komplett leer sind. Ich überlege mal, was ich da später hinbauen kann. Wir hatten ja wirklich viel Arbeit hier rein investiert, den Keller zu erschließen. Wir sehen diesen Bereich hier, habe ich gefüllt mit dem Redstone-Museum. Es kann auch sein, dass ich das wieder abreiße. Es ist erstmal temporär. Dann haben wir einen Hafen, der ist ziemlich schön geworden. Einen kleinen unterirdischen Hafen quasi. Ja, was heißt mehr oder weniger unterirdisch? Denn der befindet sich eigentlich auf der Normalbodenhöhe. Und ich habe das Hafentor von dem Haupthaus ein zweites Mal nachgebaut, allerdings mit einer Steinfassade, sodass via diesen Knopf sich dieses Tor öffnen lässt, wie man sieht. Man kann nur mit dem Boot hier rein und rausfahren und wir sehen von außen, wenn das Tor denn dann geschlossen ist, sieht es erstmal relativ unscheinbar aus. Ihr merkt vielleicht auch, dass ich die Mauern hier drumherum fortgeführt habe, sodass wirklich nur durch den Hafen man in das Haus reinkommt. So, Achtung, die Steintür wird sich jetzt jeden Moment schließen. Ich finde, das sieht sehr authentisch aus. Derzeitig kann man hier den Knopf drücken. Später muss man hier eine Keycard reinmachen. Das heißt, ich überlege, habe mir noch so ein System mit Keykarten überlegt. Aber ja, das ist momentan halt noch mehr in der Beta-Version und lohnt sich noch nicht auf YouTube vorzustellen. So, dann gehen wir mal hier runter, denn der Keller geht noch weiter. Hier habe ich noch drei weitere Stockwerke erschlossen. Ihr seht aber, die sind alle leer. Und es gibt hier eine Anbindung zum Multiplayer-Bereich in meinem Hause. Also eine relativ lange Treppe, die da nach unten führt. Stichwort Treppe. Musste ich mir auch Gedanken machen, dass der Keller nicht nur durch den Fahrstuhl erreichbar ist, sondern auch durch eine Treppe erreichbar ist. Ja, dies war doch schwerer als erwartet am Ende. Das heißt, wenn wir mal hier reingehen, sehen wir, dass hier die Treppe nun so hier runterläuft. Das war sehr, sehr eng. Ihr seht, ja, die Treppe habe ich so klein wie möglich durch alles durchquetschen können. Naja, immerhin, es hat funktioniert. So, und in diesem Raum finden wir nochmal das hier. Das ist eine Ansteuerung fürs Wassertor. Hier kann ich das Wassertor zum Beispiel aufmachen. Und weil man das Wassertor von hier aus nicht sieht, zeigt diese Fackel an, ob es gerade auf ist oder ob ich es wieder zumache. Wir machen es mal wieder zu. Mal gucken, ob alles funktioniert. So, und ihr seht, hier hat sich schon was verändert und das ist sie, die Waffe. Ich werde in einem folgenden Video euch auch erklären, wie das funktioniert. Zunächst, bevor ich diese Waffe demonstriere, habe ich im Lager etwas Neues gemacht. Und zwar, eigentlich ist diese Welt Command-Block frei. Aber ab diesem Punkt habe ich gedacht, okay, irgendwann kommt man auch ohne nicht mehr aus. Und die Command-Blöcke gehören ja streng genommen zu Minecraft Vanilla. Das heißt, wie gesagt, alles ohne Mods. Alles auf der neuesten Version Minecraft, aber natürlich nutze ich Command-Blöcke. Und zwar für das hier. Spezialproduktion für Items. Denn in dieser Kiste sind Pfeile. Wenn ich nun hier Pfeile rausnehme, passiert Folgendes. Hier oben werden neue Pfeile gespawnt. Zwar nur in diesem Tempo, das ist relativ langsam, aber immerhin, sie werden gespawnt. Ganz einfach aus dem Grund, weil meine Waffe verbraucht viele Pfeile und ich werde auch noch an anderer Stelle im Haus viele, viele Pfeile brauchen. Das Items, von denen ich wirklich sehr, sehr, sehr viele brauche, die aber am Ende keinen Sinn und Zweck mehr oder weniger haben. Diese werden dann hier quasi durch einen Command-Block gespawnt. Also, das ist so ein Kompromiss, den ich eingegangen bin. Nichtsdestotrotz müssen die Items von dieser Kiste natürlich über digitales Minecraft-System, und das sind keine Command-Blöcke, die ich verwende, hier hochgebracht werden, in diesen Turm. Hier ist auch ein Minecart, wie wir sehen. Und dieses Minecart würde nun, wenn dieser Turm Pfeile benötigt, Pfeile nachladen. So, nun kommen wir zur Waffe. Ja, einige können sich schon denken, was für eine Art an Waffe es ist. Ich finde sie doch sehr interessant. So, Wassertor, Pfeilexplosion-Waffe. Dann drücken wir mal auf Aim und die Waffe wird vorbereitet und lädt sich aus. Ich laufe. Ich könnte sie jetzt theoretisch schon abfeuern, tue ich aber nicht. Denn wir sehen, es passiert nun Folgendes. Aus diesem Turm werden nun brennende Pfeile möglichst auf den Slime-Block dort geschossen. Natürlich, ab und zu geht was daneben, aber who cares?
Ja, und wie wir sehen, das Minecart wird gleich auch losfahren, um neue Pfeile zu holen. So, und wir sehen, das lädt sich auf. Nach einer Zeit geht das auch aus. Ne? Das müsste jetzt gleich auch ausgehen. Wir warten mal bis... Ja, jetzt ist es ausgegangen. So, und jetzt können wir auf Launch drücken. Und die Waffe wird aktiviert. Und Achtung, ich finde, das sieht sehr spektakulär aus. Buff. Jo, das nenne ich mal eine coole Waffe gegen Eindringlinge, die versuchen, in das Haus reinzukommen. Die hat schon auch ordentlich Bums dahinter. Ich finde das ziemlich cool. Also mir gefällt diese Waffe sehr. Ist ein schönes Spielzeug. Benutzen wir immer wieder. Wir können die Waffe normal starten, weil es so schön ist. Aim. So, sie wird wieder mit Pfeilen beladen. Mhm. So. Und jetzt klick-klack, Launch. Das reicht schon, wie gesagt, das kann auch nur ein paar Pfeile machen. Je weniger Pfeile man macht, desto mehr brennen die Pfeile. Das habe ich auch festgestellt, weil nach einer Zeit gehen die Pfeile aus. Also jetzt schießt es brennende Pfeile nach. Und es hat Stil. Es sieht gut aus, gefällt mir sogar. Und die Waffe ist auch richtig effektiv, finde ich. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt zeigen kann, aber natürlich, die Gegner sollten sich halt im Radius der Waffe aufhalten. Aber sagen wir mal, hier wären jetzt Gegner in Booten auf dem Weg zu meinem Haus, welches ich vereiteln möchte. So aktiviere ich diese Waffe. Übrigens, by the way, das Minecart ist nicht mehr hier. Ihr seht, das ist schon auf dem Weg und holt neue Pfeile, weil die braucht schon echt viele Pfeile, die Waffe. Ihr seht, so viele Pfeile, wie diese Waffe quasi verschwendet, ja, da ist es halt nötig, dass diese Pfeile irgendwo gecheatet werden quasi. So, ich hoffe, dass das funktioniert. Ich hoffe, dass ich es richtig ausgerichtet habe. Das ist doch mal ganz ordentlich. Ihr seht, also der Todesradius dieser Waffe ist natürlich ganz ordentlich. Ich finde sie cool. Wie gesagt, ob ihr damit tatsächlich kämpfen könnt, allein weil 6 Sekunden dauert nach dem Knopf Launch drücken, bis die Waffe endlich feuert. Natürlich ist die Waffe mehr Show und so. Aber ihr dürft ja auch nicht vergessen, was das genau für eine Welt ist. Diese Welt ist für euch gedacht zum Spielen, natürlich. Aber diese Welt hat auch noch einen anderen Geheimzweck. Und zwar ist diese Welt eine sogenannte Innovationswelt. Diese Welt quasi zeigt alles, was derzeitig in Minecraft möglich ist. Das heißt, in dieser Welt hole ich alles aus Minecraft raus. Aus clean Vanilla Minecraft ohne Mods und so. Und das macht diese Welt auch so spektakulär. Ich habe auch schon jetzt schon wieder etwas ganz Großartiges geplant. Etwas wirklich richtig Geiles. Eine Idee, die zuvor noch niemand im Minecraft-Universum hatte. Und ich bin total stolz, dass ich darauf gekommen bin. Aber ich will darüber noch nichts verraten, weil ich erstmal selber ein bisschen rumexperimentieren muss. Aber wenn diese Idee fertig ist, wird die in dem gesamten Haus nochmal etwas revolutionieren. Und das werde ich dementsprechend auch feiern. Also bleibt dabei, ihr könnt mich abonnieren. Wenn ihr euch für mich interessiert, dann, wie gesagt, abonnieren kostenlos. Dann erhaltet ihr auch Updates. Und wir sehen, das Minecart ist hier oben. Dann können wir mal in das Minecart reingucken. Da, ihr seht, da sind Pfeile, der Minecart lädt die Pfeile nun ab. Wunderbar, natürlich ab und zu gibt es so kleine Anzeigefehler, aber lasst euch davon nicht stören. Ja, also die Waffe gefällt mir und dann zeige ich euch mal, wie die Waffe gebaut wird in einem anderen Video. Leute, bis bald, macht's gut und ciao.